Und schafft das? Die Wetten werden angenommen. Und? Welcome to Survival World. Mein Name ist Pete und heute bin ich in Bayern unterwegs und mache hier einen Overnighter. Einmal mit Stefan. Yeah, der hat meinen Rucksack vernichtet. Ich habe doch nur dieses Mikrofon. Und mit? Bernd. Bernd. Und da fällt der Baum um. Und da fällt der Baum um. Ja, ich schlafe unter dem Tarp. Mal gucken, ob ich noch mein Bivi gleich aufbaue. Das machst du ja so gemütlich wie möglich. Also, man kann dieses Tarp auch verwenden für eine Hängematte. Und jetzt gibt es erstmal ein isotonisches Getränk. Guck mal, eigenes Bier von Otto Chiemgau. Heftig. Gesponsert bei Ademax. Gesponsert von Ademax. Also machst du mein Bier auch auf? Ist doch offen. Ist offen? Oder nicht? Oh doch. Auf den Rucksack. Möge er in Frieden ruhen. Arschloch. Ich liebe hier dieses Tarp. Ich habe es in Schweden gehabt. Ich habe es jetzt hier die ganze Zeit auf meine Tour. Ich habe es in unterschiedlichen Höhen und Tiefen gebaut. Ihr könnt es zumachen vorne. Also wie gesagt, ihr seht es ja immer wieder in meinen Videos. Ich finde das total klasse. Hier sieht man es nochmal, das ist das Amazon Ultra Light. So, hier ist jetzt die Tür. Wie gesagt, kann man jetzt zumachen. Oder ihr könnt es einfach aufrollen. Kommt drauf an, wie der Wind ist. Aber hinten mache ich das einmal zu. Und schafft das? Die Wetten werden angenommen. Und? Oh, oh nein! Machen wir mein Fahrzeug nicht hier. Ja. War das jetzt so schwer? Ja. Ach, Bernd, gesund und blau, dann können wir auch. Und blau? Okay. Und hier kauft sich Bernd sein Süppchen. Yes. So, nach der Arbeit gemütlich am Lagerfeuer sitzen. Prost, Jens. Prosti. Das ist die Kamera. Die läuft immer, das ist so schrecklich mit diesem Kit. Ich lieg da oben, ne? Schickt er mir abends um 22.30 Uhr eine Nachricht so, ach, du bist schon hier. Ich so, ja. Und dann schickt er mir irgendwelche Videos. Ja, in der Nähe ist so eine Pestanstalt und so. Von der Vanessa, die hat da mal ein Video gemacht. Genau, und die ist irgendwie nur 300 Meter entfernt. Und ich denke so, na toll. Und er so, ja, da sind viele Leute mal gestorben. Und ich so, ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Hier im dunklen Wald, ganz allein. Ja, die haben sich jetzt dreimal vorgestellt im Video, ich weiß. Das ganze Video nur, hey, genau. Und dann immer Prost, Prost, Hauen. Und dann immer, hey, hier sind die Neun. Leute, mehr ist es halt auch nicht. Also. Mehr ist es nicht. Feuer, gemütliches Beisammensein. Richtig. Auf jeden Fall ist es hier etwas stürmisch. Ne? Später, ja. Die Bäume kippen teilweise hier um. Hinten ist gerade einer umgekippt. Ich bin gespannt, ob der Wind wieder zunimmt und ob das hier zu gefährlich wird. Wir haben auf jeden Fall noch keinen Plan B. Der ist nie da. So was dabei, weil da hörst du alle. Genau, das ist dann wieder praktisch. Ja. Oder ich leih mir einfach mal dein Puschel aus. Wenn ich hier. Ich habe noch einen zweiten dabei. Oh, wo denn? In der Hose? Was ich sagen würde, macht halt dann mehr Camping und Van vielleicht. Das Gute ist, für diese Nacht muss ich nicht meinen Rucksack mit reinnehmen, da ich ja hier ein Tarp aufgespannt habe. Von daher habe ich hier ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wasser immer dabei. Muss immer rein, falls ich nachts Durst bekomme, und Magnesium muss auch immer in der Nähe sein, falls plötzlich ein Krampf kommt. So, ich habe keinen Schlafsack dabei,
Dafür benutze ich einen sogenannten Biwaksack, den Fjällducken Extrem. Der ist halt für alles gut und ich benutze ihn gerne als Ersatzschlafsack, weil man da einfach viel mehr Platz hat wie in einem ganz normalen Schlafsack. Ihr habt es ja gesehen, die Isomatte ist ja schon unter dem Carinthia Tent Plus und jetzt kommt halt nur noch der Biwaksack als Schlafsack dort mit rein und mehr ist es halt nicht. Okay, vielleicht noch ein Kopfkissen, aber mehr habe ich da drin nicht. Ich meine, wir haben Sommer, es ist warm genug, sollte von daher keine Probleme geben. Ja, so habe ich halt die letzten Nächte verbracht, nur ein bisschen mehr im Tarnmodus. Auch immer dabei ist Flickzeug. Mir ist ja schon einmal kaputt gegangen auf der Tour und es ist immer wichtig, den auch unterwegs reparieren zu können. Die letzten beiden Nächte, da bin ich klitschnass in den Fjällducken reingegangen und über Nacht bin ich da drin ja erwärmt und dann war ich komplett wieder trocken. Es ist wie so eine kleine warme Kammer, sie trocknet dich, wenn du mal nass hier komplett reingehst. Dieses Szenario hatte ich so vorher noch nie getestet. Ein dickes Stück, Feuer. Ach du Scheiße, Alter, das hätte ich nicht erwartet. Ich jetzt auch nicht. Oh, Slow-Mo schnell machen müssen, das wäre geil. Ja, das war jetzt cool drin. Aber ihr müsst so ein bisschen was reinschmeißen. Das ist so geil, das Teil. Halt.